Ich habe von diesem Klassiktreffen hier auf der Homepage von Aden selbst mitbekommen. Und für mich selbst ist Aden eine sehr besondere Firma, weil sie die alten Autos und die neuen Autos im gleichen Maße verschönern und verbessern. Und besonders vor dieser Kulisse hier ist es doch ein Traum, sich diese Autos nochmal genauer anzuschauen und was davon mitzunehmen. Ja, ich habe mir einen Jaguar SR zugelegt und wollte den ein bisschen verschönern und dadurch bin ich auf die Firma Aden gekommen und habe das Auto letztes Jahr bei Aden ein bisschen verschönern lassen, muss ich sagen, oder Tuning machen lassen. Und da hatte ich dann erfahren, dass es einen English Day gibt, konnte leider letztes Jahr nicht dabei sein und habe dann mir fest vorgenommen, dieses Jahr zu kommen. Und bin heute auch dabei mit meinem Auto. Das ist echt eine tolle Veranstaltung. Ja, ik ben Harry Koerwinkel, dit is Hans Vink. We zijn hier omdat we fan zijn van Engelse auto's en we vinden het hartstikke leuk hier. Dankjewel. Het is mooi opgezet en als we volgend jaar hetzelfde weer hebben, komen we weer. Locker is dat het zeer nette Leute zijn, een ganz tolle Gegend hier, een ganz toller Ort, wo das hier veranstaltet wird. En die Leute, die hier hinkommen, die zich halt wirklich für Autos interessieren. Ja, auch diese lockere, zwanglose Atmosphäre in Verbindung mit der Burg im Hintergrund hier, dass hier keine Leute sind, die Sachen als Spekulationsobjekt ansehen, sondern sind Leidenschaft, Ästheten, Leidenschaft für britische Automobile. Das ist, was die Leute, glaube ich, hier verbindet. Ich fliege jedes Jahr nach Goodwood, Festival of Speed. Und ich bin sehr froh, dass die Atmosphäre hier so fast wie ähnlich ist und wir können hier auch von schönen Autos genießen. Es freut mich wirklich sehr. Ja, danke. Ich kenne Jochen 40 Jahre. Wir haben zusammen Rennen gefahren, wir haben Lehrgänge gefahren, wir haben zusammen Autos geschraubt. Ja, und heute sind wir mal wieder hier, um ältere Autos zu gucken. Und gefällt's? Sehr gut. Wetter ist ja Gott sei Dank gut. Ich habe die ganze Woche gedacht, wenn das so weitergeht, kriegen wir die Autos nicht mehr raus. Aber der liebe Gott war mit uns. Ja, schöne Kulisse. Ja. Ja. Schöne Autos. Schönes Wetter. Ja, ich bin zum dritten Mal dabei. Ja. Es wird immer mehr. Es spricht sich immer mehr rum. Und ich würde mal sagen, in 2-3 Jahren kommen die aus halb Europa hier hin. Ja, schön. Schön gemacht. Schön groß. Ja, bei mir war es ähnlich. Ich bin aufmerksam geworden durch einen Flyer. Und da ich im letzten Jahr auch schon hier war, habe ich gesagt, dieses Jahr fahre ich mal mit dem Auto. Ja, und jetzt haben wir ihn dabei. Schön ist es hier. Danke für die Veranstaltung. Ja, also ich bin hier, weil jetzt hier eine schöne Kulisse ist, weil man hier nette Leute trifft, die also auch so schöne Autos fahren. Da kann man sich mal so ein bisschen austauschen, ein bisschen Erfahrungsaustausch machen. Und ich war letztes Jahr auch schon mal hier, da hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, und deswegen gerne wieder auch mal. Wir mussten mitkommen. Wir mussten mitkommen, weil unsere Männer mit ihren Autos hier sind und freuen uns, dass das Wetter so schön ist. Und ja, haben die Hunde dabei, haben die Kinder dabei, die gleich zu einer ganz tollen Führung dürfen. Da freuen wir uns total drüber. Und die Kinder sicher auch. Mhm. Wir dachten, und, weil das Wetter so schön ist, machen wir direkt mal eine Verbindung als Familienpicknick. Und freuen uns. Denn es sieht sehr schön, sehr ansprechend aus. Haben tolle Musik im Hintergrund. Passt heute eigentlich alles, ne? der schöne Tag, die Sonne und ist ein Kommen und Gehen. Im Prinzip braucht man nur eine Bank und man setzt sich hier hin und die Show geht an einem vorbei. Und man hat so den Rückblick in die letzten 60 Jahre englische Autogeschichte.